unsere Gäste sind das, was uns antreibt. Wir möchten, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, dass sie reinkommen in die Villa und diesen "Oh, ist das schön!" Moment erleben. Ich freue mich immer, dass alle Gäste die Adolfine so lieben, wie ich sie liebe, und die vielen Kleinigkeiten auch so wertschätzen. Und ob es eine kleine Blume oder eine Kerze auf dem Tisch ist, ist einfach wunderschön, dass das so wahrgenommen wird. Die Villa und Adolfine Garden sind zwei verschiedene Häuser, aber wir gehen einer gleichen Vision nach, den Gast eben besonders gut zu betreuen und liebevoll aufzufangen. Die Adolfine Garden ist ein idealer Ort für mich, meine Seminare hier anzubieten, mich um die Gäste zu kümmern. Was hier sicherlich auch eine Besonderheit ist und was mir bei meiner Arbeit auch sehr, sehr viel Freude bereitet, ist die Tatsache, dass wir hier ein Team von verschiedenen Therapeuten sind, die Hand in Hand zusammenarbeiten und sowohl den Hotelbetrieb etwas mitbetreuen, als auch unsere Arbeit als Therapeuten machen. Und es ist schon etwas ganz Besonderes. Was ich ja wunderbar finde, ist an diesem Platz hier, dass es ein Ort der Begegnung ist. Ich treffe hier auf Menschen unterschiedlichsten Alters und es deckt alle Bedürfnisse ab. Und die Lage ist hier natürlich ein Traum. Die Villa Adolfine und Adolfine Garden liegen direkt ein paar Minuten fußläufig an der wunderschönen Seestraße in Rottach-Egern. Und hier liegt einem wirklich das Paradies vor den Füßen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie dieses Team zusammenwächst, mit dem ich jetzt zusammenarbeite. Wir sind teilweise Menschen dabei, die nicht aus der Hotellerie kommen, aber das Ganze unglaublich liebevoll und herzlich betreuen. Ich bin jetzt hier seit 3 Jahren in der Adolfine Garden und in Villa Adolfine. Fühle mich wahnsinnig wohl mit meinem Team. Ich bin hier gerne, weil einfach hier ein Kraftplatz ist, der einfach Ruhe bringt, auch zum Arbeiten, und das schätzen dann meine Gäste und Kunden sehr. Ich denke, ich arbeite mit einem Team zusammen, die Menschen auch gerne mögen, die Menschen lieben, und somit fühlt sich der Gast auch aufgefangen und als Mensch gesehen.